Wir haben keine Spiele gespielt. Wir saßen einfach nur rum und haben uns unterhalten die ganze Zeit. Ja, jeder braucht einen guten Seelenklempner. Und meine Eltern sind zusammen, seit sie 18 sind und lieben sich immer noch und sehen immer noch wie frisch verliebt aus. Und das macht mich ganz doll glücklich. Und damit müssen wir aufhören, dauernd vergleichen oder dauernd nach dem noch Besseren zu suchen. Ich würde sagen, dass ich wahnsinnig viel gebe. Und ich habe so ein kleines Helfersyndrom. Ich gebe auch sehr gerne. Im Sommer 99 dachte ich noch, mein Führerschein wäre wahrscheinlich das Aufregendste, was mir passieren könnte. Da hatte ich noch keine Ahnung, wie unberechenbar das Leben sein kann. Und wie nah doch manchmal der größte Schmerz und das größte Glück nebeneinander liegen. Danke. Aber ich glaube, das hätte ich auch noch alleine hinbekommen. Eigentlich gehört die Hälfte jetzt mir. Wie geil ist das denn? Ich wusste doch, dass ich den kenne. Was machst du eigentlich, wenn du mal alt und hässlich bist? Darüber mache ich mir keine Sorgen. Egal, was du bei ihm suchst, du wirst es nicht finden. Danny ist nicht der strahlende Ritter auf dem weißen Pferd. Weißt du, mein Leben ist in Wirklichkeit eine richtige Katastrophe. Und wenn du schlau bist, dann läufst du einfach ganz schnell weg. Das will ich aber nicht. Jessica, mit jemandem zusammenzuziehen, das ist ein Riesending. Ihr habt doch alle Zeit der Welt. Haben wir eben nicht. Was heißt das? Meinst du, AIDS? Nein, ich meine nicht AIDS. Ich meine HIV-positiv. Das ist ein Unterschied. Ich will dir nur helfen, okay? Ich brauche deine verschissene Hilfe nicht. Ich weiß, was ich tue. Nein, offensichtlich nicht. Ich möchte es einfach nur verstehen. Was willst du da verstehen? Ich werde niemals eine normale Beziehung führen. Was hast du denn jetzt vor? Da hinten, dort, wo sich Himmel und Erde berühren. Dort kann man zwischen den Welten hin und her springen. Da können die Toten die Lebenden besuchen. Und umgekehrt. Hallo. Hallo. Wir sind beide Studenten. Du studierst in Berlin und ja. Ich studiere hier in München. Und wie hast du dann die Klausurphase im Sommer überstanden? Ich hatte diesen Sommer ehrlich gesagt nur eine Klausur, weil ich für zwei andere Module noch Seminare brauchte, die nur im Wintersemester angeboten werden. Das heißt, die habe ich quasi aufgeschoben. Und wann fängt bei euch in Berlin das Studium an, das Semester? Mitte Oktober. Ist es gleich. Genauso wie bei uns. Ja, dann Mitte Oktober bis Mitte Februar und dann Mitte April bis Mitte Juli. Cool. Genau. Und ich habe auch gelesen, ab und zu, du hast die Karteikarten beim Drehen mit dabei. Ja, ja. Und wie war es diesmal? Wir haben ja letzten Herbst gedreht, ja, und das Wintersemester habe ich ausgesetzt, weil ich bis Weihnachten gedreht habe. Das heißt, es waren quasi zwei Drittel des Wintersemesters schon um. Und dann hat es keinen Sinn gemacht, in die Uni zu gehen. Also weil ich auch einfach nicht da war. Ich war nicht in Berlin. Genau, das heißt, das Wintersemester wurde geskippt und ich musste nicht lernen. Aber ich habe eine Hausarbeit geschrieben während der Dreharbeiten. In welchem Fach? Medienwissenschaften. Ach, cool. Genau. Weil ich studiere Kommunikationswissenschaften. Ah ja, okay. Der Regisseur heißt Tim Trachter und ja. Die Dreharbeiten haben 38 Tage gedauert. Und wenn ich mich nicht irre, ihr habt in Köln, in Portugal und auch in München gedreht. Genau, richtig. Und man sagt immer, dass Filmemacherei Teamwork ist. Mhm. Und Tim ist wirklich ein toller Mensch. Ich hatte im August mit ihm das Interview geführt. Und wie ist es als Regisseur? Tim ist wirklich ein toller Mensch, wie du es gerade sagtest. Also Tim hat einen menschlichen, unfassbar lustigen Humor. Nämlich so, sorry Tim, ich hoffe, du siehst das nie, so, dass er, seine Witze sind so speziell, weil seine Witze sind eigentlich nicht witzig, aber... Er erzählt es so witzig, dass es witzig ist und er will aber, doch, er versucht schon witzig zu sein und er schafft es auch genau so, ja. So, das ist mal menschlich und als Regisseur arbeitet er sehr genau und ist sehr ruhig. Also generell gilt bei ihm keine Hierarchie am Set. Jeder Mensch ist gleich wert und das ist total toll. Das bringt automatisch ein Familiengefühl ans Set, ja, wenn der hinkommt und jeder... ist so wie, hey Tim, und nicht so wie, oh Gott, hey, der Regisseur ist da. Das macht einen großen Unterschied und das war mit Tim wirklich besonders.
Und ich habe auch ein paar Insta-Stories angeschaut. Ihr habt schon ein bisschen Spaß gehabt, ja, vor allem in Portugal. Und wie habt ihr dann die Drehpause verbracht? In Prag, wenn ich mich nicht irre, dann habt ihr die Karten gespielt. Mhm. Und bei Charité haben wir das Garten gespielt. Hier haben wir haben unfassbar viel 90s-Musik gehört und haben einfach, ja, wir haben keine Spiele gespielt. Wir saßen einfach nur rum und haben uns unterhalten die ganze Zeit. Wirklich, es war wirklich schön. Über was? Über alles, über Gott und die Welt. Über private Dinge, also es, die Leute bei dieser Produktion wurden auch zu Freunden, ja, so dass man auch sich ein bisschen mehr geöffnet hat und über privatere Dinge geredet hat. Und ja, jeder braucht einen guten Seelenklempner. Und das war jeder Fall. Und beim Film geht es um Romanverfilmung und die Autorin erzählt uns von ihrer ersten Liebe. Mhm. Und du spielst auch sehr interessante Rollen. Mhm. Und was war für dich der Ansporn? Warum wolltest du unbedingt diese Rolle? Danny ist für mich eine ganz, ganz besondere Rolle, weil Danny eigentlich mit der erste Charakter ist, der mir die Chance gibt, zu zeigen, dass ich eine weiche Seite habe. Und dass ich leiden kann. Ich habe oft Absagen bekommen oder wurde nicht zu Castings eingeladen, weil die Leute an der Macht dachten, ich könne nicht leiden. Und hier habe ich einen Jungen, der nach außen hin perfekt zu sein scheint und eine Maske trägt und innen drin so viel Schicksal und Trauer und Zerrissenheit mit sich rumschleppt, dass es wirklich kleine Nuancen gibt im Film, in denen das durchschimmert und die zu finden und da quasi die Balance zu finden von dem coolen Typen und zerbrechlichen und zu dem super zerbrechlichen Danny, das hat mich interessiert. Und ich habe mir den Film schon mal angeschaut, ja, und wenn man dich auf der Leinwand sieht, man denkt, okay, diese Rolle ist ausgerechnet nur für ihn geschrieben und das fand ich wirklich sehr cool. Ja, geil. Und das ist nicht bei jedem Schauspieler so. Schön. Und Danny ist ein Kickboxer und auch ein Model. Mhm. Und ich fand das sehr süß bei dir. Ich habe gelesen, in Berlin hast du bei Madame Tussauds Museum gejobbt. Kannst du also ein bisschen mehr davon erzählen für die Zuschauer, die das noch nicht wissen? Kann ich machen. Ich habe ich bin 2010 nach dem Abitur nach Berlin gezogen, ja, mit einer Freundin, die studiert hat und ich habe nicht studiert. Mhm. Der Unterschied bei uns lag darin, dass sie sofort einen Freundeskreis aufgebaut hat und ich nicht, weil ich saß jetzt nicht zu Hause rum, aber ich hatte nicht die Möglichkeit, die eine Universität einbietet, Leute neu kennenzulernen. Und dann habe ich gedacht, dass ich irgendwas machen muss, um in Berlin Fuß zu fassen und habe mir einen Job gesucht, weil ich als Kind nie jobben musste und als Teenager, weil ich ja schon auch seitdem ich ein Kind bin drehe und auch einfach mal jobben wollte, so wie alle meine Freunde auch. Und dann passte dieser Job, weil ich dachte, das wäre so die perfekte Mischung aus ein bisschen was von meinem Beruf als Entertainer, so hieß unsere Stelle da, und irgendwie Job. Und habe das 4 Monate gemacht und habe dann gekündigt, kurz bevor meine Probezeit um war. Genau, aber die Erfahrung war super und ich habe einen Freundeskreis kennengelernt, meine Kollegen und meine Freunde, und das war so der erste Einstieg wirklich in mein Berliner Leben. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin angekommen, als ich da angefangen habe zu jobben. Und du wohnst, wie du gesagt hast, seit 9 Jahren in Berlin. Ja. Ich wohne seit 9 Jahren in München. Ja, woher kommst du vorher? Ich komme aus Georgien. Okay. Und wenn man deine Interviews liest, da merkt man schon, dass die Familie für dich hier groß geschrieben ist. Ja, sehr groß. Und wie ist es wenn du dann... dieses Elternbild, spielt das schon eine Rolle, wenn es um die Beziehungen geht, dass du auch ein Beispiel von deinen Eltern nimmst? Also bei mir, meine Eltern haben sich wirklich sehr geliebt und das ist wirklich ein Beispiel, wie eine Familie aussehen könnte. Absolut, ist das bei dir absolut auch so? Ja, ich weiß, was du meinst und das ist schön, dass es bei dir auch so war. Bei mir ist es nämlich genauso. Meine Eltern sind zusammen, seit sie 18 sind und lieben sich immer noch und sehen immer noch wie frisch verliebt aus und das macht mich ganz doll glücklich und ich habe 2 ältere Brüder und die wohnen auch, ich komme ja vom Land und die wohnen auch alle auf dem Land und ich merke einfach, dass ich großes Glück hatte, dass ich mit Liebe überschüttet wurde und so auch, also ich glaube, sagen wir mal so, ich glaube, du kannst keinen anderen Menschen lieben, wenn du nicht mit dir im Reinen bist und wenn du dich selbst nicht liebst. Und die Frage, die ich mir oft stelle bei Leuten, die ich kennenlerne, von denen ich ein bisschen mehr Bescheid weiß oder erfahre,
dass die das einfach wahnsinnig schwer hatten und diese Selbstliebe, das soll jetzt gar nicht arrogant klingen, ja, aber diese Liebe, die ich von meinen Eltern bekommen habe und dieses Selbstbewusstsein, was ich bekommen habe, weil die mich so geliebt haben, ja, und mich in den Arm genommen haben, das macht für mich erst möglich, dass ich offen auf Leute zugehen kann und Leute in mein Herz schließen kann, weil ich mit mir im Reinen bin und das habe ich meinen Eltern zu verdanken. Das war quasi auch nächste Frage. Mhm. Letzte Zeit, ich wiederhole jetzt diese Satz schon zweimal jetzt, das Leben ist halt wie Geben und Nehmen, ja. Vor allem wenn es um die Beziehungen geht. Mhm. Und wenn wir Jessica als Beispiel nehmen, aus diesem Film, sie kann viel geben und ich muss das ein bisschen noch lernen. Und wie ist das einfach bei dir? Also, du kannst schon viel geben, oder? Ich würde sagen, dass ich wahnsinnig viel gebe und ich habe so ein kleines Helfersyndrom. Ich gebe auch sehr gerne und genau, ich versuche alles, damit es meinen Leuten um mich herum gut geht. Ganz doll, aber trotzdem achte ich darauf, dass es mir auch gut geht. Also ich lasse mich nicht ausnehmen und ich merke, wenn es mir nicht gut geht, dann ändere ich was und dann sind das manchmal auch drastische Änderungen, die wehtun, aber da muss ich einfach drauf hören, was kann ich, wenn ich sehe, dass ich etwas verändern kann, damit es mir besser geht, dann mache ich das, auch wenn es extrem wehtut. Genau. Weil die Veränderungen sind einfach sehr wichtig. Ja. Ein sehr guter Frau hat mir einfach gesagt, also es kann auch sein, dass wir uns von Menschen verabschieden müssen, wenn wir uns vielleicht weiterentwickeln möchten. Und das tut weh. Ja, das tut wahnsinnig weh. Ja. Aber warum ist es dann so, also im Vergleich zu unseren Eltern wird unsere Generation vorgeworfen, dass wir beziehungsunfähig sind. Woran könnte das liegen, wie denkst du, an sozialen Medien oder an uns? Haben wir Angst vor ernsten Beziehungen? Naja, weißt du, wenn das Angebot, das ist doch so, wenn du, ich weiß jetzt, das ist das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist und ich weiß nicht, ob es das beste Beispiel ist, aber du bist in einem Restaurant und du hast eine Karte mit 4 Gerichten. Ja. Ja? Dann suchst du dir ein Gericht aus und bist damit super glücklich. Wenn du aber eine Karte hast, die 5 Seiten lang ist, dann kann sich niemand entscheiden. Und heutzutage ist alles so schnelllebig und es ist nur auf quasi alles auf Masse ausgerichtet. Und durch die Social Media siehst du quasi auf Instagram die schönsten Menschen an den schönsten Orten und wirst damit voll bombardiert und kommst dauernd in den Vergleich. Und das Vergleichen, es gibt dieses schöne Buch Hector und die Suche nach dem Glück. Da ist quasi die erste Regel, Vergleiche anstellen macht Menschen unglücklich und damit müssen wir aufhören, dauernd vergleichen oder dauernd nach dem noch Besseren zu suchen. Ja, nach besseren Partie. Genau, und es ist wahnsinnig schwer, etwas anzunehmen und auch die Fehler oder die Schwächen zu stärken werden lassen bei einem Menschen, weil man denkt, naja, okay, das passt mir nicht, jetzt schau, ich suche mir eine andere Person. Und das wird, glaube ich, durch die Social Media wahnsinnig getriggert. Und wir haben auch eine Studie gemacht bei uns an der Uni über Online-Communications, wie sie die Paare miteinander kommunizieren. Und da haben wir auch die Studien gelesen und die beweisen, also je mehr Auswahl wir haben, okay, wir treffen den Auswahl, ja, die Entscheidung, aber je mehr Auswahl wir haben, desto unglücklicher wir mit der Entscheidung sind. Und das ist genau das, was du gerade sagst. Mhm. Und Weltgesundheitsorganisation hat die Leberkrankheit anerkannt. Und du, ja, ja, das habe ich gelesen und das war schockierend ein bisschen für mich. Und du hast im Abitur auch Shakespeare gelesen. Mhm. Der wäre auch schockiert, ich glaube, wenn er das ja, hört. Ja, ja, ja. Geil. Dann wünsche ich dir sehr viel Erfolg bei deinen Projekten. Ja. Und auch natürlich mit dem Film. Danke, danke. Ich danke dir. Das war sehr schön.